Zu meiner Rechten Volker Hellmeier, er ist Chefanalyst der Solvecon Invest GmbH und war vorher Chefanalyst der Bremer Landesbank, die ja bekanntlich in die NordLB übergegangen ist, die wiederum auch selber in Schwierigkeiten steckt. Zu Volker Hellmeier muss ich natürlich noch sagen, er ist sehr bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, vor allen Dingen in der Analysten- und Anleger- und Vermögensberatungsszene. Man sieht ihn also des Öfteren auf verschiedenen Podien und auf verschiedenen Leinwänden, wie er seine Analysen versucht weiterzugeben. Wolfram Elsner. Wolfram Elsner ist heterodoxer Ökonom, wenn ich genau weiß, was das ist. Er ist jedenfalls kein neoliberaler, traditioneller Mainstream-Ökonom, sondern befindet sich eher in der Opposition zu diesen Strömungen. Ich finde die Zollpolitik der USA für die Welt sehr hilfreich. Sie ist deswegen hilfreich, weil sie den Rest der Welt dazu zwingt, zu erkennen, welche Charakteristika die US-Politik bestimmen. Und wissen Sie, was das Gute ist? Die USA haben nicht mehr wie 1980 30% an der Weltwirtschaft, sondern nur noch 15% Kaufkraftparitätenbasis. Das heißt, wenn sich 85% aufgrund dieses Angriffs auf das internationale Organigramm, und das ist für mich übrigens viel wichtiger, der Angriff auf die WTO, das ist wie das Skelett der global aufgestellten Wirtschaft. Und wenn ich dieses Skelett angreife, Sie wissen, was am Körper passiert, wenn ich ihm das Skelett entziehe, dann bricht das in sich zusammen. Dieser Angriff auf die WTO ist elementarer als diese Zölle. Und ich will es Ihnen kurz darlegen. Natürlich hat das erstmal eine negative Wahrnehmung, wenn man hört, bis zu 500 Milliarden Importe der USA aus China können mit Zöllen belegt werden. 10%, wie viel sind das eigentlich? 10% von 500 Milliarden sind 50 Milliarden, wunderbar, spielen Sie bitte mit. So, wir gehen jetzt auch vom Extrembeispiel aus, 25% Zölle, und dann wollen Sie mir zurufen, 125 Milliarden Kosten. Wer bezahlt diese Kosten? Helfen Sie mir. Die Chinesen oder die US-Unternehmer und US-Verbraucher? Die US-Unternehmer und US-Verbraucher. Mit anderen Worten, über diese Zölle werden die sogenannten Terms of Trade in den USA verschlechtert. Für nachhaltiges Investieren etc. pp. Das heißt, diese Politik ist eine, die die USA grundsätzlich schwächt. Natürlich bedeutet das auch unter Umständen weniger Exporte aus China in die USA, aber das sind vielleicht in der Größenordnung von 10%, das ist eine überschaubare Größe. Welche Gegenmaßnahmen über alle Maßnahmen hinweg hat China getroffen, in welcher Größenordnung? Was meinen Sie, ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten, 50 Milliarden, 150 Milliarden oder 300 Milliarden Dollar? 300 Milliarden Dollar höre ich hier vorne und Sie liegen richtig. Also, wir haben auf der einen Seite ein Mengengerüst der potenziellen Exportverlust in die USA, eine Größenordnung von 50 Milliarden, auf der anderen Seite Gegenmaßnahmen der Größenordnung von 300 Milliarden. Was ist wichtiger? Was meinen Sie, 50 Milliarden potenzieller Exportverlust in die USA oder 300 Milliarden, die ökonomisch dann auf die Volkswirtschaft in China wirken? Letzteres, richtig, aber wo haben Sie das in den Medien gelesen? Nirgends, nein, genau so ist es. Nein, also Sie sehen mich entspannt und das Gesicht der USA wird deutlich. Sehen Sie, wir sind in einer multilateralen Welt und das ist wichtig. Geben Sie mir ein, zwei Minuten, um das zu erklären. Die Unternehmen, die früher deutsch, französisch oder amerikanisch waren, vor 1990, vor dem Fall des Kommunismus, sind heute alles Global Player. Die haben sich global aufgestellt. Das heißt, der Kapitalstock, die Unternehmen sind der Kapitalstock. Und der Kapitalstock ist der Lebensnerv der Wirtschaft und die Grundlage für die Prosperität einer Gesellschaft. Hat sich global aufgestellt. Und das finde ich gar nicht schlecht im Übrigen, weil das ist Friedenspolitik, Wirtschaftspolitik ist Friedenspolitik. Aber was machen wir? Wir haben in den politischen Räumen immer noch das Nationalstaatenprinzip. Das heißt, wir haben eine Asymmetrie zwischen der Entwicklung des Kapitalstocks einerseits, der Unternehmen, die global aufgestellt sind, und der Wirtschaftsräume. Deswegen auch der Brexit, das ist ein Drama. Damit schießt Großbritannien sich zurück Richtung 1965. Und wer ist der größte Protagonist, der jetzt die Globalisierung verteidigt? Helfen Sie mir, sind das die USA oder ist das China? Es ist China, genau das. Und es wird ja noch absurder. Wissen Sie, wenn Sie mal überlegen, und der Gedanke ist wichtig dabei,
das Organigramm, das wir haben in der Welt, mit Internationalen Währungsfonds, Weltbank, Vereinte Nationen, SWIFT-System, Zahlungssystem, das ist doch ein System des Westens gewesen. Das ist das System, auf dem die Macht der USA aufbaute. Und jetzt greifen die USA selber dieses System, WTO, IWF etc. pp. An und auch die Vereinten Nationen. Ist das Ausdruck von einer intrinsischen Stärke oder von einer intrinsischen Schwäche? Sie geben die Antwort. Schwäche. Und wissen Sie, wenn Sie aber den Medienkompott, der Ihnen hier täglich auf dem Tisch serviert wird, dann wird diese Abstraktion, denn das ist eine Abstraktion, die ich Ihnen hier anbiete, gar nicht geliefert. Und deswegen sehen Sie mich mit einer gewissen inneren Ruhe. Wenn Sie die Haltung der Europäischen Union nehmen, Chinas nehmen, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass es hier einen Schulterschluss gibt, der enger wird. Und wenn Sie in den letzten, vor anderthalb Wochen die Medien genau gelesen haben, die Wirtschaftsmedien, wissen Sie, dass zum Beispiel Japan und China, die nie so freundliche Beziehungen hatten, aber dass sie heute eine Swap-Vereinbarung im Währungsbereich gemacht haben. In der Größenordnung von 30 Milliarden Dollar, dass der Handel nicht mehr auf Dollarbasis abgewickelt wird, in großen Teilen zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen, sondern auf Renminbi und Yen-Basis. Das heißt, man geht aus dem dollarzentrischen Finanzsystem raus. Diese Politik der USA, die auf ersten Blick so ein Ausdruck von einer Stärke ist nach außen, ist doch ultimativ Ausdruck einer inneren Schwäche und ist ein Katalysator dafür, dass am Ende das US-zentrische Machtsystem schneller erodiert, als es unter anderen Gegebenheiten der Fall wäre. Insofern sehen Sie mich entspannt. Und wissen Sie, was passiert im Moment in den USA? Die US-Unternehmerverbände werden langsam richtig sauer auf die Handelspolitik von dem guten Donald Trump, weil ihre Kosten sich erhöhen. Heute sind die USA der Industriestandort der Welt, der die höchsten Stahl-, Aluminium-, Edelstahlpreise hat. Und das ist ein Standortnachteil. Deswegen wird eher Produktion aus den USA heraus verlagert als andersrum. Und das beste Beispiel ist dafür im Moment die Entscheidung von BMW, den iX3, also den Elektro- und Hybridmotor beim X3 SUV, in China zu bauen. Mit Brilliance. Mit 75% Anteil BMW, 25% Brilliance. Das sind die Antworten, die die Realwirtschaft gibt. Das ist das Problem, wenn Sie ideologisch arbeiten. Und Trump arbeitet ideologisch in diesem Bereich. Das funktioniert nicht. Er wird am Ende genau das Gegenteil dessen ernten, was er beabsichtigt, wenn er wirklich diese Politik dauerhaft durchzieht. Und er wird diese Politik nicht dauerhaft durchziehen können. Denn dann schadet er dem Kapitalstock und glauben Sie mir, in den USA ist der Kapitalstock mächtiger, als manche glauben. Also sehen Sie mich nicht vollkommen entspannt, aber durchaus zuversichtlich, dass in den kommenden 12, 24 Monaten Veränderungen eintreten, die durchaus nicht mit dem übereinstimmen, was jetzt im Mainstream grundsätzlich unterstellt. Das war's einfach. Danke sehr. Wolfram, im Prinzip die gleiche Frage an dich. Du kannst aber auch gerne auf Volker Hellmeier eingehen. Also, was sind deine Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung, wo ja im Moment gerade in den USA die Midterm-Wahlen laufen? Da werden wir an dem Ergebnis sehen, ob das Trump gestärkt oder geschwächt hat. Ja, danke. Ich kann im Grunde genommen das Thema nur variieren. Ich war im Sommer, als das alles losging, war ich in China und habe jeden Morgen als erstes eine halbe Stunde früher aufgestanden, runter in die Hotellobby und mir die China Daily gekauft und nicht gekauft, die lag frei da und habe sie mir gegrapscht und durchgearbeitet sozusagen. Und habe festgestellt, es gab die Phase, als die USA drohten, als China sagte, kommt, lasst uns reden, wir sind zu allem bereit, lasst uns neue Abkommen schließen, lasst uns kooperieren, tu's nicht, ja, immer wieder, tut's nicht. Dann irgendwann, als das nicht fruchtete und man das merkte, hat man ziemlich klar gesagt, also wenn ihr es jetzt tut, dann dürft ihr davon ausgehen, USA, dass China nicht auf der Verliererseite dieses Handelskrieges stehen wird. Und nach allem, was ich über China wusste seit den letzten 5 Jahren, war ich selber für mich auch schon zu dieser Einschätzung gekommen. China wird nicht der Verlierer dieses von den USA vom Zaun gebrochenen Handelskrieges sein. Es ist nicht nur ein Handelskrieg natürlich, es ist ökonomisch erstmal ein Handels-, Investitions- und Technologiekrieg,
aus der Position der Schwäche der USA, aus der Position, dass sie merken, dass es sie unausweichlich bald, sehr bald in absehbarer Zeit nicht mehr die Nummer eins sein werden. Es ist ein Handelskrieg, ein Investitionskrieg, ein Sanktionsregime, völlig willkürlich, wildwüchsig, subjektiv, hin und her und ein Technologiekrieg. Kurzfristig, da stimme ich zu, kann Trump irgendwie davon ausgehen, dass er am längeren Hebel sitzt. Ja, er hat die zwei Zahlen genommen, wie viel importieren, wie viel exportieren wir und so weiter. Und ja, da grapsche ich mal ab und setze da die Zölle drauf und habe dann also so und so viele Milliarden mehr Einnahmen. Und das wird die Chinesen furchtbar schrecklich treffen. Mittelfristig schon. Und mittelfristig heißt, im Jahr 2019, sagen alle Experten, ist auch meine Einschätzung, wird das in den USA in eine Rezession, wenn nicht gar in eine größere Krise führen. Kurzfristig und mittelfristig ist der amerikanische Verbraucher der Leidtragende und die Verbraucherin natürlich auch und viele Unternehmen, Regionen, Familien. Per saldo gibt es ein Minus an Jobs, nicht ein Zuwachs an Jobs. Das Problem ist, und an diesem aktuellen Punkt kann man alles Mögliche sofort das gesamte Thema des heutigen Abends natürlich aufhängen, in den USA kann man nur noch aufgrund von Finanzialisierung, der Dominanz des kurzfristigen Shareholder Value, aufgrund der Probleme auch die Rendite zu sichern, kann man nur noch, das hat man ja seit Jahrzehnten eingeübt unter Neoliberalismus, kann man nur noch kurzfristig denken. Sie denken nur noch bis morgen oder vielleicht bis zur nächsten Stunde, bis an die nächste Straßenecke, sage ich mal. Mittelfristig ist es ganz klar, das ist gesagt worden, Herr Mayer hat es auch schon erwähnt, die Wertschöpfungsketten werden durcheinander gebracht und das Beispiel BMW ist ja schlagend, dass die Produktion für China ist inzwischen aus den USA nach China verlagert worden. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass die US-Konzerne dem Trump irgendwann mal sagen, pass mal auf Junge, so geht's nicht weiter, du machst unser Geschäft kaputt. Wenn es nach der Theorie und der Ideologie der freien Marktwirtschaft und des globalen freien Warenhandels gegangen wäre, hätten die USA tatsächlich die WTO anrufen müssen, ihr eigenes Produkt. Ja? Wir sehen auch, wie gleichzeitig im Niedergang dieses verrottenden Finanzkapitalismus, im Niedergang des Empires, des Imperiums, des Imperialismus, der Hauptmacht des Imperialismus, in deren Niedergang sie alles, alle Mythen und Ammenmärchen vom freien Markt in die Tonne treten, über den Haufen schmeißen. Sie rufen nicht nur die WTO an, wie es eigentlich internationales Recht wäre, und klagen sozusagen, Chinesen haben dies oder jenes gemacht und legen Beweise vor, sodass ein WTO-Verfahren angestrengt werden kann. Im Gegenteil, es geht noch weiter und da sage ich auch, genauso wie sie das mit zahlreichen UNO-Organisationen gemacht haben, sie verweigern seit Monaten die Benennung von Schlichternamen, also amerikanische Vertreter für die Schlichtungsverfahren der WTO. Das heißt, sie boykottieren aktiv das eigene Kind, das sie mal in besseren Zeiten aufgesetzt haben. Wir sehen daran exemplarisch, ja, im Brennglas, was es bedeutet, wenn ein Empire, das über 80% der Zerstörungstechnologie dieser Welt verfügt, ja, und ungefähr 90 von 100% aller Militärbasen dieser Welt besitzen, wenn das den Bach runtergeht und zurücktreten muss. In Klammern die Warnung, die Hoffnung, und da bin ich, sozusagen, ich bin optimistisch, was China betrifft. China wird seinen Weg gehen. Es wird zwei Dinge bewirken auf der chinesischen Seite. Das ohnehin beschlossene und schon in Umsetzung befindliche Programm der neuen Normalität, weniger Wachstum und Richtung Binnenmarkt, stärkere Binnenorientierung der chinesischen Entwicklung, wird einen ganz klaren Schub bekommen, wird eine Beschleunigung bekommen. Und zweitens wird die Suche nach neuen Partnern, die ja ganz systematisch und in allergrößtem Stil als neue alternative Globalisierung schon auf dem Weg ist, genannt Neue Seidenstraße oder One Belt, One Road, ein Gürtel, eine,
ein Gürtel, eine Straße, sind ja viele Straßen, viele Eisenbahntrassen, die die neue Seidenstraße ausmachen. Die Suche nach den, nicht die Suche, sondern die Kooperation mit all diesen neuen Partnern an den neuen Seidenstraßen wird einen klaren Schub bekommen. Und der letzte Bemerkung dazu, es geht natürlich nicht nur um Ökonomie, nicht nur um Handel, Investitionen und Technologie. Die USA machen zwei Strategien. Das eine ist drohen und erpressen. Regime Change steht im Raum, erklärt, wir wollen eine dieser Farbenrevolutionen da haben, wie wir das überall gemacht haben, Ukraine und so weiter, bis dann Gewerkschaftshäuser brennen, Gewerkschafter erschossen werden, Linke umgebracht werden und so weiter. Und die beiden Karten, die sie spielen, ist natürlich klassisch die Minderheitenkarte immer. Das ist die Minderheitenkarte Strich religiöse Extremistenkarte. Es gibt einen politisch-extremistischen Islam. Das Xinjiang-Problem, Uiguren-Problem ist bekannt. Da ist offensichtlich ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen, wenn man bedenkt, dass angeblich 3000 Uiguren beim Islamischen Staat mitgekämpft haben. Da muss was gemacht werden. Und es gibt eben leider auch, anders als wir so denken, Buddhismus. Es gibt eben auch einen politisch-extremistischen Buddhismus und die Tibet-Karte gehört dazu. Damit China zu verändern und dem Imperialismus gefügig zu machen, ist völlig aussichtslos. Das wissen die USA auch. Und seitdem sie das wissen, kommt jetzt der ganz große Hammer. Es kommen jetzt die Kriegsvorbereitungen gegen den nunmehr erklärten Hauptfeind China. Ja, der eine Generalstabsmensch sagt, in 15 Jahren spätestens sind wir im Krieg mit China. Der andere sagt, Krieg wird so oder so kommen, wie auch immer. Die Kriegsvisionen und Fantasien des Pentagon blühen. Und der INF-Vertrag, der Vertrag über die Mittelstreckenraketen, die landgestützten Mittelstreckenraketen, ist ja jetzt jüngst gekündigt worden. Und das bedeutet, bei den 900 Militärbasen rund um Russland und China werden jetzt Mittelstreckenraketen stationiert werden. Was wir jetzt feststellen, ist ein technologischer Wettlauf der High-Tech, der Highest-Tech Militärtechnologie. Geschwindigkeiten bis 25 Mach, steuerbare Raketen, Präzision über 10.000, 20.000 Kilometer von 500 Metern und so weiter. Und auch hier sage ich, und da stoppe ich aber, weil da müsste man ein neues Fass aufmachen, das können wir eine eigene Veranstaltung drüber machen. Nein, können wir gleich noch drüber reden. Genau. Auch hier wird es aussichtslos sein. Wir haben ein militär-technologisches Gleichgewicht wieder. In vielen Bereichen ist China sogar mit den neuesten Verteidigungstechnologien, und es sind ausschließlich Verteidigungstechnologien, die China entwickelt, sogar überlegen. Sie haben 25 Mach steuerbare Raketen, sie können jeden amerikanischen Flugzeugträger versenken. Und es gilt wieder, zum Glück muss man fast sagen, so traurig das ist, es gilt wieder das Gleichgewicht des Schreckens. Die USA wissen, wenn sie China heute angreifen, werden sie die sein, wie man das in den 60er und 70er Jahren sagte, die als Zweite sterben. Ja? Und das ist leider, leider, leider die einzige Sprache, die der Imperialismus versteht. Danke. Vielen Dank. Lass mich ganz kurz nochmal abrundbar sagen, weil ich möchte jetzt auch nochmal Pastor Lieberung ins Spiel bringen. Er sagt, über den Tellerrand schauen, und das ist wichtig. Wissen Sie, was uns Menschen verbindet? Egal welche Religion das ist, die Schöpfung. Und die Frage ist, machen Sie ruhig. Die Schöpfung verbindet. Und wir müssen im Moment uns in Europa fragen, wer von diesen Supermächten gestaltet die Schöpfung? Durch Infrastrukturmaßnahmen, Seidenstraße ist gefallen. Und wer zerstört Schöpfung? Durch Regime Change. Kreiert dadurch Flüchtlingsströme etc. pp. Diese Fragen müssen wir stellen, wenn wir den Begriff der westlichen Werte wirklich ernst nehmen wollen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt noch. Was spezifisch zu dieser Frage von Professor Hund. Ein Aspekt ist dabei noch ganz elementar. Wenn Sie sehen, wie jetzt China die Märkte öffnet, was Anfang des Jahres noch gar nicht denkbar war,
dann profitieren die 85% der Weltwirtschaft, also alles ex-USA, davon. Und durch diese Sanktions- und Zollpolitik der USA, denn es ist eine Sanktionspolitik, nehmen die USA sich aber aus diesem Spiel heraus. Im anderen, also hier werden nochmal diese 85% rücken hier enger zusammen. Und das ist wichtig und es ist richtig. Die Landbrücke zwischen Lissabon, Vladivostok, Beijing mit den Tigerstaaten und den arabischen Raum, der hier im Raum steht, ist die Antwort, um den Friedensfürsten in dieser Region die entscheidende Chance zu geben. Das ist der Punkt und den müssen wir umsetzen. Und ich möchte Ihnen hier heute etwas noch sagen. Hier sind eben sehr viele kritische Töne Richtung USA gefallen und ich unterschreibe jeden Einzelnen auch von Professor Dr. Elsner. Unsere Aufgabe ist es, transatlantische Märchen von Freundschaft und Partnerschaft nachhaltig zu hinterfragen. Ich möchte keine Feindschaft mit den USA. Ich möchte Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ich möchte Friedfertigkeit. Aber ich möchte nicht per Dekret zweiter Gewinner sein. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Politik hören, America first, heißt das, the rest of the world is second. Und das ist Diskriminierung, meine Damen und Herren. Hier in Deutschland gibt es Antidiskriminierungsgesetze. Das ist nicht tolerierbar. Und wer hier von deutsch-amerikanischer Freundschaft spricht, der verniedlicht die Taten, die uns täglich aus den USA erreichen. Meine Damen und Herren, das geht nicht. Noch ein Punkt, was wir erleben, und den Begriff fand ich sehr schön von Ihnen, Herr Professor Felsner, den Begriff Willkür der USA. Dass die USA losgelöst von dem Organigramm von internationaler Rechtsstaatlichkeit einfach totalitär versuchen, über die Welt zu verfügen. Energiepolitik Europa, Nord Stream 2 etc. pp. Der Herr Grenell als Botschafter spielt sich hier plötzlich in die Innenpolitik ein. Das ist eine Politik, die nicht tolerierbar ist, wenn wir selber nicht den Respekt vor unserer Souveränität verlieren wollen. Hier halt heißt es, einen geraden Rücken zu machen. Diese Willkür, die uns hier erreicht, ist übrigens, und jetzt werde ich wieder ganz zum Ökonomen, die Grundlage dafür, dass kein verantwortliches Unternehmen heute den Standort USA als Investitionsstandort wählen kann, weil es keine berechenbare Größe gibt, im Außenverkehr dann von den USA ausgeht. Wenn Unternehmen das tun, dann ist das eine, wie nennt man das eigentlich? Erpressung. Ist es unter Umständen Erpressung, aber von Seiten der Manager ist es dann eine Willfährigkeit, wo man die Frage stellen muss, ob das Maß der Professionalität noch hoch genug ist, um diese Funktion nachhaltig erfüllen zu können. Meine Damen und Herren, insofern, das vielleicht als Abrundung zum ersten Fragekomplex, was Sie merken, ist, glaube ich, in der Quintessenz. Ja, wir stehen vor Herausforderungen, aber diese Herausforderungen lassen sich sehr gut meistern, wenn es Solidarität gibt und Realität sind. Danke. Vielen Dank. Das war mal eine erste kleine Runde mit ja sehr verschiedenen Rhetoriken. Also Wolfram, du hast ja eher ein düsteres Bild gezeichnet. Und Herr Hellmeier, nach meinem Eindruck sind Sie so ein bisschen geflüchtet in den Normativismus, dass die westlichen Werte hochgehalten werden sollen und dass der Rest der Weltbevölkerung solidarisch sein soll. Also Herr Hellmeier, wenn von der Solidarität sozusagen gegen die USA was geworden hätte werden können, hätte doch Europa da ganz anders auftreten müssen und sollen. Die Rolle Europas ist nach wie vor eine überschaubare. Das Problem, hat mir mal ein Vorstandsmitglied der People's Bank of China, als wir bei dem Bundesbankvorstand waren, geschildert. Er sagte, Herr Hellmeier, wir finden den europäischen Markt als Absatzmarkt interessanter und bedeutender als den US-Markt. Wir kaufen das, was wir bei Ihnen an guten Unternehmen mit Technologie bekommen, wenn es geht. Aber er sagte, außenpolitisch sind Sie für uns ein Eunuch. Mit wem sollen wir eigentlich reden? Mit Brüssel, Berlin, London, Lissabon, Ankara, hoppla, die waren noch nicht dabei. Also wir sind ein außenpolitischer Eunuch und das wird hier in dieser Frage deutlich. Der Ansatz mit dem Special Investment Vehicle war ein guter. Aber man konnte im Vorwege wissen, dass die Unternehmen, die in den USA tätig sind, sich dem nicht unterwerfen, weil auch mit dem Special Investment Vehicle nicht klar und deutlich ist,
ob man dann nicht doch als in Amerika tätiges deutsches Unternehmen oder europäisches Unternehmen trotzdem unter Sanktionszwang genommen wird. Das ist eben das Problem, die Willkür, die in den USA herrscht. Da sind für mich dann die russischen und auch von anderer Seite die Avancen Richtung Iran viel bedeutender. Und insofern wird dann auch das iranische Öl weiter fließen über andere Kanäle. Die Russen kaufen iranisches und wir kaufen russisches. Und dann finden wir schon Wege, um den Iran zunächst weiter durchzufinanzieren. Also das zu diesem Thema. Ich möchte aber Ihnen auch eine Antwort geben auf die Frage, wo sehe ich Europa? Sie wissen, dass ich ein glühender Verfechter Europas bin. Ich habe Ihnen vorhin dargestellt, wir haben Unternehmen, die global aufgestellt sind. Und das heißt Business of Size, Business of Scale. Und wenn Sie diesen Kapitalstock nicht vertreten können, und wir sehen dieses Problem jetzt im Handelskonflikt mit den USA, dann werden Sie, wenn Sie ihn nicht vertreten können, werden Sie ihn sukzessive, Stück für Stück verlieren und dann verlieren unsere Kinder ihre Zukunft. Wo liegt die Zukunft der Ökonomie? Ausstehende Länder haben heute 70% Anteil an der Weltwirtschaft, Kaufkraftparitäten, wachsen mit mindestens 4%, wenn es gut geht, 5,5%, haben 70% der Weltdevisenreserven, haben 88% der Weltbevölkerung. Dort liegt die Zukunft für unser Geschäftsmodell, nicht in den USA. Das ist das Erste. Zweiter Punkt. Wenn Sie Strukturdaten anschauen, und Strukturdaten, das führt für mich auch Haushaltsverschuldung, dann schauen Sie mal in die USA, 108% Staatsverschuldung, 1% der Wirtschaftsleistung, höchste Konsumverschuldung der Geschichte, höchste Unternehmensverschuldung der Geschichte, das ist alles nur Kredit. Alles heiße Luft, strukturell schwach. Dann schauen Sie mal nach Russland, Staatsverschuldung, aktuelle Zahlen 15% der Wirtschaftsleistung, China 48% der Wirtschaftsleistung, Konsumverschuldung vollkommen unprekär. Ich kann Ihnen nur eins sagen, die Zukunft liegt im Osten. Sie haben gefragt, gibt es eine zweite Linie in Berlin oder in Brüssel? Es tut sich was. Das ist mein Eindruck, wenn ich in Berlin bin. In Brüssel war ich jetzt längere Zeit nicht mehr. Das heißt, auch die Ultra-Transatlantiker begreifen, dass sie vielleicht sich in einer Gedankenblase die letzten 30 Jahre bewegt haben, mindestens aber seit 2001. Und von daher gibt es Umdenkprozesse. Das Tempo ist nicht befriedigend. Aber nochmal, wenn wir dieses Geschäftsmodell, das für uns trägt und hier für die Grundlage der Stabilität unserer Ökonomie und Gesellschaft verantwortlich ist, in die Zukunft tragen wollen, kommen wir nicht drum herum, uns den Regionen aufzuschließen, die zukunftsfähig sind, wo nachhaltig was passiert. Dann kommen wir auch mal zur Seidenstraße, Erschließung, Humankapital etc. pp., Landbrücke, Lissabon, Moskau, Vladivostok, China, arabische Staaten. Plus Tigerstaaten. Das ist die Antwort für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaftsregion als Moderator zwischen den Blöcken. Und ich sehe uns schon auf dem Weg. Ich finde, Macron ist nicht schlecht. Ich finde auch, ein Kurz ist nicht schlecht. Nicht in jeder Position. Aber es tut sich was. Und ich bin sehr gespannt, was in Deutschland passiert. In der Nach-Merkel-Ära. Denn am Ende hat Frau Merkel verwaltet, zerwaltet, aber nicht gestaltet. Fragen du auch zu dieser Frage noch? Ja, gerne. Also Seidenstraße und Europa. Auch hier weitgehend Variationen des Themas mit einer etwas anderen Einschätzung, was die EU betrifft. EU ist ja nicht Europa, aber wir reden ja im Wesentlichen über die EU. Was ist die Seidenstraße? Die Seidenstraße ist die alternative Globalisierung, die bessere Globalisierung. Über wie viel Geld reden wir hier eigentlich? Ich habe mal hochgerechnet, was China an Devisenreserven allein in Dollar hat. Das waren mal 4 Billionen. Das sind jetzt, weil sie ein bisschen abgespeckt haben, da bewusst auch, sind jetzt ungefähr 3 Billionen US-Dollar an Devisenreserven. Wenn China wenn Sie das auf den Markt geschmissen hätten, dann wären die USA sofort am nächsten Tag, letzten Sommer, nach den Sanktionen, 2 Tage später, hätten die USA Konkurs anmelden müssen. Dann wäre da nichts mehr gegangen und bei uns auch nicht. Ne? Wir reden über diese Basis von 3 Billionen Währungsreserven. In andere Währungsreserven kommen dazu, plus die Kapitalstöcke des guten Dutzend Entwicklungsbanken und nationaler Banken in China. Wir reden dann über eine Hebelung, eine ganz normale bankenmäßige Hebelung. Wenn wir das hochrechnen, dann reden wir über 15 bis 20 Billionen Kreditvolumen. 15 bis 20 Billionen sind 15.000 bis 20.000 Milliarden oder 15 bis 20 Millionen Millionen. Ja,
So, warum ist das die alternative Globalisierung, die das bisherige verkorkste System von Globalisierung, an dem die Menschen krank geworden sind und das, von dem sie die Schnauze voll haben, weil es ihnen nichts gebracht hat, sondern nur Lohndruck und verschlechterte Arbeitsbedingungen und Arbeitslosigkeit. Warum ist das eine alternative Globalisierung? Erstens, diese Globalisierung wird, übrigens, sie betrifft ungefähr 4,5 bis 5 Milliarden Menschen. Ja, das, was Herr Hellmeier eben sozusagen grob geografisch beschrieben hat, sind 4,5 bis 5 Milliarden Menschen. Im Grunde genommen kann da jeder mit. Und ich würde gerne die Geschichte erzählen, wie China Grönland gerade entwickelt und mit den 56.000 Einwohnern von Grönland gerade die ersten Staatsverträge gemacht hat, um die erste Autobahn zwischen den zwei Hauptstädtchen, beiden größten Städtchen in Grönland zu bauen. Was die USA verhindern wollen, weil sie Grönland nur als Flugzeugträger sehen und dominant sind mit einer riesigen Militärbasis da und im Übrigen das Land nicht entwickeln lassen wollen. Kleines Beispiel. Aber es wird nur über Staatsverträge gemacht. Es fließt nicht unmittelbar Geld an die jeweiligen nationalen Eliten, sondern es geht das Geld unmittelbar in die Infrastrukturentwicklung. Diese Infrastrukturentwicklung ist in allererster Linie schienenbasiert, ja? Also ökologisch. Ne? Und ich sage sowieso seit Jahren, die Grünen müssten ja hier alle jubeln und totale China-Fans sein, wenn sie wüssten, oder das weiß man ja, kann man ja nachlesen, wenn sie angucken würden und ernst nehmen würden, was an Umweltpolitik und Umweltfortschritten gemacht wird in China. Aber das tun sie ja nicht. Sie sind ja auch nicht mehr grün, die Grünen. Es geht hauptsächlich um Schienensysteme, es geht um soziale Bildungs- und Gesundheitsinfrastrukturen. China baut Dutzende von Krankenhäusern, neuen Schulen, Universitäten in Afrika. Es geht um die Beschäftigung und Ausbildung lokaler Arbeitskräfte. McKinsey, unverdächtig jeglicher China-Sympathie, hat in Afrika ja die größte, umfassendste Studie bei 35 von 37 afrikanischen Ländern gemacht und hat gesagt, 40 bis 50% der Führungskräfte chinesischer Unternehmen in Afrika sind Afrikaner. Mehr als 100.000 Afrikaner sind neu in den letzten 2 Jahren als Studenten nach China gekommen. Wer hält uns in Zukunft eigentlich die Flüchtlingsströme vom Hals? Frau Merkel mit ihren Auffanglagern in Ägypten und in der Türkei mit ihren neuen KZs? Nein, China, indem es Afrika entwickelt. Ja, das sollten wir mal parat haben in den nächsten Diskussionen. Es findet keinerlei Einmischung statt im Sinne von politischen Vorbedingungen, Vorschriften, Einflussnahme. Es ist das Konzept eines langfristigen Wandels durch Wohlstandsentwicklung. Und das ist ja auch etwas, was wir sozusagen als traditionelle europäische Linke ja auch mal überdenken müssen. Wir haben immer gedacht, ja, der Sozialismus ist ein Exportprodukt. Nein, der Sozialismus sollte vielleicht kein Exportprodukt sein. Es wird keinerlei Export des eigenen politischen Systems vorgenommen, weil gesagt wird, das gilt nur für uns, es ist nur mit chinesischen Charakteristika. Ja? Jedes zweite Wort in jeder Diskussion ist, das ist mit chinesischen Charakteristika. So, und jetzt zu Europa. Die EU laviert. Sie reagiert bis jetzt kurzfristig und aktionistisch. Was tut sie als Antwort auf die Seidenstraße? Sie macht ganz schnell Afrika-EU-Konferenzen. Ja, da wird versprochen, okay, ihr kriegt 1 Milliarde. Ja, China investiert das 100-fache gerade oder das 200-fache vielleicht sogar in Afrika. Gerade letztes Wochenende hat eine EU-Asien-Pazifik-Konferenz in Jakarta stattgefunden, 3 Tage lang. Da wird versprochen, da werden Kredite zugesagt, die sowieso alle hinterher nicht eingehalten werden. Da sind schon etliche Zusagen geplatzt, weil sie das nicht können. Die Welt geht und vor allen Dingen auch die Seidenstraße, Stichwort Seidenstraße, heißt eben, das riesige Investitions- und Kooperationssystem, das China mit all diesen Partnern aufbaut, geht an dieser EU im Moment und an dieser Währungsunion, die nicht funktionieren kann und nicht funktioniert, vorbei. Griechenland beispielsweise stimmt in der UNO nicht mehr mit der EU zusammen für die üblichen alljährlichen Verurteilungen von Chinas wegen Menschenrechten und so weiter. Deutschland und die EU, die meisten EU-Länder, und das gilt eben auch für etwa
baltische Länder oder Polen, die da jetzt wieder ganz besonders vorne sind, sind nach wie vor gefangen in einer Vasallentreue gegenüber den USA, über die NATO. Das sind nicht nur die Drohungen gegenüber den EU-Firmen. Militärisch ist die Kooperation mit den USA bisher in keinster Weise in Frage gestellt. Und ich frage mich, warum die Bundesmarine in einem Riesenmanöver mit den USA im südchinesischen Meer präsent sein muss. Was haben wir da zu tun? Das natürliche Interesse des deutschen Volkes wäre eine eurasische Kooperation. Ja? Was hat Merkel und Co. und all diese Bundesregierungen, diese Aussitzerregierungen gemacht? Sie haben das Interesse des deutschen Volkes an der ganz natürlichen eurasischen Freundschaft, Frieden, Kooperation verraten. Danke. Ganz kurzes Veto, ganz kurz erstmal ja, erstmal weiter. Ich wollte Ihnen gleich das Stichwort geben, Herr Hellmeier. One Belt, One Road, wir sollten uns ein bisschen näher noch mit der Seidenstraße beschäftigen. Jetzt zur Seidenstraße. Also, Sie wissen, ich bin Fan davon. Und die, die mich verfolgen in den Medien oder in meinen Reports, wissen, dass ich ab 2011 dieses Thema aufgemacht habe, in Berlin, Brüssel vorgestellt habe. Was meinen Sie, was man in Berlin und Brüssel 2011 zu mir sagt, als ich dieses größte Projekt in der Menschheitsgeschichte, seitdem es Schriftzeichen gibt, seit den Sumerern, also seit ca. 7000 Jahren, was wurde gesagt? Herr Meier, super Idee, darum kümmern wir uns. Oder Herr Meier, ach Sie mit Ihrer Seidenstraße. B. Es war genau B. Und das ist die Ignoranz. Das ist die Ignoranz der wirklich Nichtwissenden. Manche Ignoranz ist Nichtwissen, aber es ist die Ignoranz der Nichtwissenden. Und ich bin schockiert darüber, dass unsere Eliten sich eben nicht mit den entscheidenden Themen, die die Zukunft gestalten werden, auseinandergesetzt haben. Ich freue mich, dass Herr Volker Dreyer vom DIHK-Außenhandelsausschuss, der Leiter, glaube ich, Sie kennen ihn ja auch, Herr Professor Dreyer, Volker Dreyer, jetzt im Frühjahr gesagt hat, wir müssen uns jetzt bei der Seidenstraße bemühen, um frühzeitig in diesem Projekt dabei zu sein. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil die Umsetzung läuft seit Mitte 2016. Also da wird schon unterdurchschnittliche Intelligenz manchmal beleidigt. Das geht jetzt nicht gegen Volker Dreyer. Fakt ist, und das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage, dass hier Strukturen aufgebaut werden. Wissen Sie, die USA beleben die Wirtschaft mit Kredit. Ich sage das eingangs, und was hier gemacht wird, ist Strukturpolitik. Das ist ja nicht nur der Aufbau der Infrastruktur, es ist die Erschließung des Humankapitals. Da reden wir von Zweit-, von Drittrundeneffekten ökonomisch, da reden wir von Verminderung der globalen Armut. Und wir schaffen nachhaltige Nachfragekurven. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Und wenn so etwas in Berlin und Brüssel nicht anerkannt wird, dann spricht es eben dafür, dass wir immer noch zu viele Transatlantiker in entscheidenden Positionen haben. Und diese Transatlantiker leben auch in einer Ideologie. Sie haben die Ideologie der Neokonservativen dann unterschrieben, nämlich, was ist die Ideologie der Neokonservativen? Egal wie klein die USA volkswirtschaftlich im Rahmen der Weltwirtschaft werden, wir bestimmen weiter, was hier passiert. Unilateralismus, es ist ein totalitärer Anspruch, der hier global formuliert wird. Und jeder Transatlantiker, der heute nicht kritisch ist, unterstützt im Endeffekt einen totalitären Anspruch. Und das widerspricht jeder Grundlage dieses Grundgesetzes, hinter dem ich stehe. Und es widerspricht auch dem Anspruch der sozialen Marktwirtschaft, die die Verantwortung der unterschiedlichen Produktionsfaktoren fordert. Und weil wir die soziale Marktwirtschaft hier haben, auch wenn wir sie in den letzten 20 Jahren geschliffen haben, überhaupt keine Frage, es ist so, dann gilt es, sie trotzdem zu verteidigen. Alles bewegt sich in Wellen. Es gibt keine Linearität. Aber die Grundfesten dieses Modells sind zu bewahren. Sie sind das Erfolgsmodell dieses Landes, an dem sich andere Länder hätten ausrichten können. Zentralistischen so Regimen und ganz anderen und Kreditzyklen etc. pp. USA. Diese ganzen Systeme haben sich nicht als besser erwiesen, sondern hier kann man auch lernen von uns. Also, die Verbindung der Seidenstraße, jetzt zurück zu dem Projekt, sie ist ja nicht nur Straße und Schiene. Es gibt eine maritime Seidenstraße, es gibt die Landwege. Und es ist sensationell, ich bekomme jeden Tag ein Schriftstück, wo neue Projekte aufgeführt sind. Wissen Sie was? Wenn ich dann, und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungen, die wir hier in Europa abziehen, oder Frau Merkel besucht drei afrikanische Länder. Wenn Herr Xi einmal zu einer Afrika-Konferenz in Beijing einlädt, gibt es keinen afrikanischen Staatschef, der nicht da ist.
Swasiland hat gefehlt. Swasiland, Entschuldigung, eins hat gefehlt, okay. Das ist der Unterschied. Und da bin ich schon bei Ihnen. Man nimmt, wenn wir diesen Weg weitergehen, der Ignoranz der Realität, die uns umgibt, der Ignoranz der Veränderung, die unseren Weg begleitet, dann werden wir die Verlierer der Zukunft sein. Die schicken Staatssekretär. Ja, nein, aber der entscheidende Punkt ist, sich dem aufzuschließen. Und ich möchte Ihnen hier noch etwas sagen. Und das habe ich vorhin anklingen lassen. Wir haben weder im Grundgesetz noch in der Europäischen Verfassung einen Passus, der wie bei Kreuzzug messianisch bedeutet, wir haben die Demokratie, der Zuschnitt des 21. Jahrhunderts in Länder zu bringen mit ganz anderen Kulturen. Das steht dort nicht. Und es ist auch eine Bevormundung, deswegen habe ich bewusst den Begriff Kreuzzug genommen. Sondern es gilt, wer wirklich tolerant ist, hat auch vor anderen Kulturen Respekt und weiß, dass man dort andere Verläufe am Ende haben muss. Da schließen jetzt einmal so Russland, weil die auch Teil der Seidenstraße sind, auch ein integraler Bestandteil, auch gerade bezüglich der Rohstofflieferungen in diese gesamten Regionen dann von Eurasien hinein. Und die Ignoranz, die wir hier haben, ist Ausdruck einer Hybris, einer Selbstüberschätzung, die massiv ist. Und wenn wir mit diesen Ländern nachhaltig gute Beziehungen pflegen wollen, dann heißt es auch Respekt vor deren Kultur und vor deren Geschichte und dann den Weg gemeinsam gehen, dann sind wir wieder bei der Hanse, miteinander handeln, Wohlstand, und wenn Wohlstand da ist, entsteht immer Freiheitswillen. Wenn die Grundbedürfnisse in einer Gesellschaft befriedigt werden, kommt immer der Freiheitswille einer Gesellschaft. Aber erstmal geht es um die Grundbedürfnisse. Und Freiheit ist der Luxus des Wohlstands, und die Demokratie ist es auch. Und wissen Sie, wenn man sieht, wie wir eben mit den Grundstrukturen, im Grunde genommen, wenn wir mal auf sich der nächsten 10, 20 Jahre spielen, dann spielen wir eben auch mit dem Wohlstand, dann spielen wir mit der Stabilität innerhalb der Ökonomie, dann spielen wir mit der Stabilität der Gesellschaft. Und wenn die Stabilität der Ökonomie und Gesellschaft nicht mehr da ist, dann spielen sie am Ende auch mit der Demokratie. Denn da, dort, wo es nicht dauerhaft eben eine auskömmliche Versorgung gibt, wird Demokratie schnell zur Demokratur oder zur Autokratie. Wenn wir hier an der falschen Seite der Geschichte stehen, da hat Deutschland übrigens einen ganz guten Track-Rekord. Ein was? Einen ganz guten Track-Rekord im letzten Jahrhundert gehabt, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen. Wenn wir auf der falschen Seite der Geschichte stehen, dann werden wir wieder eine hohe Rechnung bezahlen. Punkt. Vielen Dank. Die Zeit ist vorangeschritten, wie es ja nicht anders sein kann. Wir sollten uns in der verbliebenen Zeit noch ein bisschen um die innere Entwicklung in China kümmern. Kein unwichtiges Thema. Wolfram, du bist dreimal da gewesen, du bist als Ökonom, hast dich auch mit der Ökonomie Chinas beschäftigt. Mich würde noch mal sehr interessieren, wenn du das zusammenfassen könntest. Also was tut sich da in Bezug auf Lohnentwicklung, auf Entwicklung der Sozialpolitik, was tut sich in Bezug auf den Gini-Koeffizient, was tut sich mit der Verteilung von Arm und Reich und vielleicht auch noch mit der Ökologie? Aber die Grundfrage bleibt natürlich, ist das tatsächlich so, dass China im Moment alles richtig macht? Ja, wenn du mich so fragst, sage ich ja. Einfache Frage, einfache Antwort. Ja, natürlich. Also China geht Wege, die die Menschheit so ja noch nie gegangen ist. Und insofern nehme ich mal das Ergebnis vorweg. Ich verlange von mir selber und ich erwarte von jedem Menschen, der kritisch ist und dem Frieden am Herzen liegt, und der dem menschliche Entwicklung und Fortschritt am Herzen liegt, dass er oder sie eine kritische Solidarität mit China ausübt. China ist bedroht, wird eingekreist, wird bedroht, es wird ihm offen, mehr oder weniger der Krieg angedroht, und China geht trotzdem einen Weg, der bewundernswert ist. Mit einer Geschwindigkeit übrigens des Wandels und einer Leichtigkeit des Wandels, die nur möglich ist, wenn die arbeitenden Menschen im Mittelpunkt einer Politik stehen und wenn sie soziale Sicherheit haben. Andernfalls sind sie nicht bereit, so schnell und so offen für den Wandel zu sein. Und die Chinesen sind sehr offen für den Wandel und dabei sehr kritisch.
Ich will mal schnell durch die Punkte durchgehen, die die Sönke uns vorher mal schriftlich dankenswerterweise auch per E-Mail zugeschickt hat. Wachstum und Sozialprodukt, ja, für ökonomischen Fragen. Ne? Es ist bekannt, dass seit dem 19. Nationalen Volkskongress der KP Chinas im Oktober letzten Jahres und seit dem, da muss man sagen, erstes Plenum des 13. Nationalen Volkskongresses im März diesen Jahres das Thema Sozialprodukt und Wachstum ja runtergefahren hat. Ja? Die neue, sogenannte neue Normalität ist, wir werden keine 14% Wachstum mehr haben, wie noch vor 10 Jahren. Wir werden auch keine 9% oder 8% Wachstum mehr haben, wie noch vor 5 Jahren. Wir werden runtergehen auf ein moderateres Wachstum von vielleicht 5-6% im Moment. Stattdessen werden wir neue Zielgrößen für ökonomischen Erfolg und für sozialen Erfolg in den Mittelpunkt stellen. Da ist in den Beschlüssen zu lesen, das bessere Leben muss operationalisiert werden. Was bedeutet es? Mikro, ja. Das bessere Leben, schlechtes Mikro übrigens. Ja, ziemlich dicht dran. Ja. Ja, so ist es. Der UNO, menschliche Entwicklungsindex, Human Development Index, wird anstelle des Sozialprodukts gestellt. Ökologie und Ressourcenverbrauch werden als Kriterien für Erfolg an oberste Stelle gestellt. Glück, Fairness, Rule of Law, das ist die Regel des Gesetzes, das heißt also die Berechenbarkeit des öffentlichen Handelns, ist ein ganz großes Thema in China und ist jetzt beschlossene Sache. Ja, sie reden von Demokratie, sozialistischer Demokratie und gehen dabei natürlich auch völlig neue Wege. Sie reden natürlich nicht von einem Parteienkartell, das neoliberal ausgerichtet ist, wie wir es haben. Weiter. Xi selber, der Staatspräsident und Parteivorsitzende, hat den schönen Satz gesagt, die Sicherheit der Arbeiterklasse ist der Kern unserer nationalen Sicherheit. Das ist ein Satz, der hat es in sich, da kann man mal drüber nachdenken. Ja. Regionale Gleichentwicklung, neues Thema, das Aufholen jetzt der ländlichen Entwicklung, massive Investitionen im Land von den 270, 290 Millionen Wanderarbeitnehmern, die es in der Spitzenzeit mal gab, sind 100 Millionen schon zurück in ihre Dörfer, weil da jetzt die Arbeitsplätze sind und entstehen. Zur Armutsbeseitigung, nur mal ganz kurz, zwischen 1990 und 2013, also innerhalb von 23 Jahren, hat China über 730 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Ja? Und das waren in der Zeit, waren ja noch relativ gute Zeiten, da sind insgesamt gut 1 Milliarde Menschen statistisch aus der Armut geholt worden in der Welt. Über 70% davon von China, in China. Das heißt, China ist das erste und auch bisher einzige Land, das die Millenniumsziele der UNO in Sachen Armutsentwicklung erreicht hat. Die Einkommensentwicklung ist explodiert. Ich will jetzt gar nicht viel erzählen über Löhne, welche Lohnerhöhungen es da gibt, dass die Streiks für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen, für eine kürzere Arbeitszeit regelmäßig politisch unterstützt werden, teilweise auch getragen werden von den betrieblichen Gruppen der KP Chinas. Kronzeuge, die Vertreter der deutschen Unternehmen und des BDI in Deutschland sagen, ja, die chinesische kommunistische Partei politisiert unsere Betriebe dort. Ja, kann man sagen, okay, wenn das Ergebnis ist, dass China eines der wenigen Länder ist, dass alle ILO, Internationale Arbeitsorganisation der UNO, Standards erfüllt, dann gerne. Ja? Und dann darf das deutsche Kapital natürlich auch weiter wandern. Das ist dann auch politisch gewollt in China. Sollen die Billigproduktion, Billigplastik, Billig-Scheiß da woanders produziert werden? Das Wort habe ich jetzt nicht gesagt. China ist heute ein Land, das von einem der ärmsten Länder der Welt in den 60er, noch Anfang der 70er Jahre hergekommen ist. Ein Land mit einem, was sagt die UNO, der Internationale Währungsfonds sagt, das müsste ich jetzt finden, in der Gruppe der Länder mit oberem mittleren Einkommen, mit 8.600 Dollar durchschnittlichem Jahreseinkommen. Das war 2016. Wir können davon ausgehen, dass das jetzt schon bei 10.000 etwa liegt. Damit ist China angekommen im mittleren Einkommensniveau der Welt. Das ist ungefähr 10.000 Dollar pro Kopf pro Jahr.
entsprechend sagt man und hat man beschlossen, und das ist alles nachlesbar, sagt Xi zum Beispiel, natürlich ist das, sind die großen prägenden Definitionen in seiner Rede alle vorgekommen, Sozialismus mit chinesischen Charakteristika für eine neue Zeit. Ja, auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie reden von Sozialismus in China, und ich habe, wenn gleich noch Zeit und Gelegenheit ist, würde ich euch eine Kriterienliste geben von vielleicht 8 oder 10 Punkten, die zeigen, ja, China ist im Frühstadium des Sozialismus mit chinesischen Charakteristika für eine neue Zeit. Das heißt, wir eurozentrierten Leute mit linkem Anspruch, vielleicht der ein oder andere Marxist darunter, der ein oder andere, der sich als Sozialist versteht, der vielleicht Mitglied der Linkspartei ist und so weiter, müssen darüber nachdenken. Ich hatte das am Beispiel Seidenstraße gesagt. Ja. China gibt keinerlei Vorschriften, interveniert nicht in die Länder, die Kredite kriegen von uns. Das kennen wir gar nicht. Ja. So was kennen wir ja gar nicht. Ne. Wir müssen darüber nachdenken, was vielleicht auf längere Sicht der erfolgreichere Weg zum Sozialismus ist. Ja, den Markt vielleicht noch nutzen, solange er produktiv ist, und der wird produktiv, gerade wenn er reguliert ist und gut eingebettet ist wie in China. Da kann der Markt tatsächlich seine positiven, oder die Marktmechanismen oder kapitalistische Mechanismen, ihre positiven Wirkungen entfalten, nämlich die Produktivkräfte weiter entfalten, so wie das mal früher in vergangenen Jahrhunderten ja im Kapitalismus auch war. Ja, 2 Minuten. Was Sie sagen, ist Frühstadium des Sozialismus in einer bescheiden wohlhabenden Gesellschaft. Wer es jetzt marxistisch will, den weise ich darauf hin, dass hier die Analyse eben so ist, dass die Einheit von Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnisentwicklung gesehen wird und da ist und auch offensichtlich gut gemanagt wird. Ökologie, genau, das ist ein gutes Thema. Ökologie. Dazu hatte ich auch eine schöne, tolle Folie. Bäume, Bäume, Bäume. China hat 2008 ungefähr 8 Milliarden Dollar ausgegeben für Baumpflanzungen. Mein erster Eindruck, als ich vor 5 Jahren nach China kam, ich fuhr von Beijing nach Tianjin, diese etwas kleinere Stadt, hat nur 17 Millionen Einwohner, an der Küste. Und das sind ungefähr 250 Kilometer. Und ich traute meinen Augen nicht, rechts und links von der Autobahn Picobello, alle paar hundert Meter, ein wichtiger Mensch oder eine wichtige Frau mit Rikscha und verschiedenen Tonnen hinten drauf, getrennte Müllsammlung. Wenn da, und wir standen halb auf der Fahrbahn, machten ein Päuschen und rauchten Zigaretten, wenn da ein Autofahrer gewagt hätte, irgendeinen Schnipsel rauszuschmeißen, ich glaube, der wäre sofort bei Ankunft sofort festgenommen worden. Ja. Bäume, 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 das ist der Punkt. In einem Streifen zwischen 50 und 100 Meter links und rechts von der Autobahn neu gepflanzte Bäume. Das müssen hunderte von Millionen Bäume gewesen sein. Ich sage eine andere Zahl. Der Great Green Wall, oder Green Great Wall, der Great Wall, die große Mauer, ist in China ja immer so ein ganz besonderes Symbol. Ne? Also die ursprüngliche große Mauer, dann gibt es natürlich die große Cybermauer, ja, die man auch, auf die man auch Wert legt. Du musst jetzt, ah ja, okay. Wir müssen dich bremsen. Ja, Ökologie. Ne? Also ich sag mal, China ist in der UNO als einziges Land gewürdigt worden, dass dem es gelungen ist, die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen und umzudrehen. China hat mehr als 60 Milliarden Bäume gepflanzt ganz um die Wüste Gobi herum. Ja. Sogar die Süddeutsche Zeitung sagt, das mit Abstand umfassendste Naturschutzprogramm der Menschheitsgeschichte. Ein Netzwerk von den 300 größten Städten sind Forest Cities. Ich sehe unendlich viel Grün, unendlich viele Bäume in Beijing, in Tianjin und allen großen Städten. So, Punkt. Ja. Vielen Dank. Dazu machen wir dann noch eine Gelegenheit in eigenen Arm. Wie sagt der Hellmeier immer, Food for Thought. Also, du hast ja jetzt ein relativ
positives bis rosiges Bild von der chinesischen Entwicklung gezeichnet. Mich würde mal sehr interessieren, ich glaube uns alle, was sagt eigentlich ein Banker dazu? Wie schätzt er die Entwicklung oder überhaupt das System in China ein mit einer starken kommunistischen Partei, mit einer starken Regierung, mit einer Wirtschaftsplanung, mit einer sehr aktiven Marktwirtschaft, mit Newcomern, mit Start-ups, mit Milliardären noch und noch. Wie schätzen Sie das ein? Also ich bin erstmal von China tief beeindruckt. Es gibt kein Land in der Geschichte, seitdem wir Schriftzeichen haben, das so unfallfrei von einem armen Entwicklungsland zu einem neu industrialisierten Land geworden ist. Und ob Sie es nun glauben oder nicht, das hat auch damit zu tun, dass Sie keine Demokratie hatten. Des westlichen Zuschnitts. Aber das Gegenbeispiel ist Indien mit den Entwicklungen dort. Wir haben das, als ich mein Abitur in Wedel machte, am Jan-Rus-Gymnasium, hieß das eine Benevolent Dictatorship, eine gutmütige Diktatur, die dann eben auch eine Stringenz in der Entwicklung dieser Länder forciert, wo nicht nach 4 Jahren, nach 5 Jahren eine neue Regierung kommt, ein neues Programm anfängt und das Ganze dann eben mit hohen wirtschaftlichen Kollateralschäden einhergeht. Der entscheidende Punkt, glaube ich, den China gemacht hat, um dahin zu kommen, ist der, und das ist jetzt der Blick eines Bankers, dass man sich von ideologischem Gedankengut sehr weit getrennt hat und aus diesem und einen Plan entwickelt hat. Diese Pläne, 5-Jahrespläne, sind sensationell und sie sind heute getragen von Technokraten. Und sie überprüfen auch die Fortschritte dieser Entwicklung und wenn sie Fehlentwicklungen haben, dann wird das auch korrigiert politisch. Aber eben auf Basis von, wie ich richtig, Professor Dr. Welzer, 10.000 Technokraten, die dahinter stehen. Ja, ich glaub, das Forschungsinstitute, ja. Das ist sensationell. Und damit haben Sie nochmal, der Unterschied zum Westen ist, Sie haben einen Plan, wohin Sie wollen. Sie haben ein Ziel. Fragen Sie sich mal, wo ist das Ziel der Europäischen Union oder der Eurozone? Geben Sie mir schnell eine Antwort, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Genau das, wir haben das. Es ist reaktiv. Wir reagieren auf bestimmte Dinge und verwalten. Hier wird gestaltet. In der Ökologie, ich unterschreibe alles, was da ist, aber ich möchte Ihnen noch 2 Gedanken nennen, jetzt aus Sicht eines Bankers. Erstens, ich teile die Sorge meiner Kollegen nicht ansatzweise wegen des rückläufigen Wachstums in China. Und ich will Ihnen das auch erklären. Meine Kollegen in London und New York und auch einige hier in Kontinentaleuropa haben gesagt, 2010, 11, 10% Wachstum in China, das ist viel zu viel für China, das ist ein Risiko für China und für die Welt. Destabilisierend. Und heute sagt man, 6% Wachstum in China, das ist zu wenig, das ist ein Risiko für China und die Welt. Wissen Sie, Tatsache ist, dass 6% 2019 als Beispiel, die Prognose liegt höher, auch beim IWF, eine höhere realwirtschaftliche Nachfrageausweitung darstellt als 10% 2010 oder 2011. Und daran merken Sie, meine Kollegen, auch Chefvolkswirte, können entweder keine Prozentrechnung oder sie haben Schneegestöber in den Nasenflügeln. Eins von beiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der nächste Punkt ist, und das finde ich wirklich an China sensationell, ist der, und das, da unterstützt sich Professor Dr. Elsner absolut, das gilt für einen Banker, vielleicht ist untypisch, aber es hat etwas mit sozialer Marktwirtschaft, ich nenne das soziale Marktwirtschaft, nicht Sozialismus, okay? Das Gleichgewicht zwischen den Produktionsfaktoren, wir haben Lohnsteigerungen seit der Krise 2009 im Jahr im Durchschnitt um 10% im Jahr. Und das ist eine bewusste Entwicklung. Man will einen Mittelstand entwickeln. Weil der Mittelstand, wissen Sie, was der Mittelstand ist? Das ist das Rückgrat der Stabilität. Das wird bei uns hier im Westen dünner. In den USA, deswegen auch Trump und Midterm Elections morgen. Sie sind alle ab 5 Uhr dabei wahrscheinlich. Das heißt, man geht hier die richtigen Wege. Man hat den richtigen Plan. Und es ist eine deeskalierende Politik. Da bin ich auch dabei. Sie ist eine des Miteinanders mit den anderen Ländern ohne Intervention. Und das, meine Damen und Herren, dann sind wir bei Friedensfürsten, die Strukturen aufbauen. Das sagte ich vorhin schon mal. Es wird hier strukturell gearbeitet. Man hat einen Plan. Das ist der große Vorteil. Es gibt aber auch einen Nachteil. Und das ist der kleine George Orwell in China. Das haben wir hier bisher nicht angesprochen. Da mache ich mir Sorgen, dass eben die Kontrolle des Individuums in China so weit geht, dass George Orwell dagegen eine Persiflage wird. Und diejenigen, die mich kennen bei Ihnen, die wissen, ich bin ein Humanist. Und ein Humanist liebt die Freiheit im schillerschen Sinn.
Und dazu gehört auch die Privatsphäre. Denn die Privatsphäre ist die Keimzelle dann für die Intellektualität und die Innovationskraft, egal auf welchem Feld, die dann aus dem Individuum heraus geboren wird. Und an diese schöpferische Kraft glaube ich, so wie ich auch sagte, die Schöpfung, das ist das, was uns verbindet und das ist auch das, was uns verpflichtet. Und das ist das Einzige, wo es dann bei mir, bei China manchmal ein wenig wehtut. Aber nochmal zurück aus der Sicht eines Bankers. Finde ich China sensationell. Man hat begriffen, wie der Westen funktioniert. Man durfte von außen nicht angreifbar sein. Deswegen die hohen Devisenreserven, 3000 Milliarden. Um Ihnen eine Idee zu geben, wie viel haben die USA? 220 Milliarden. Plus die Goldreserven, muss man dazu rechnen. Aber dann erkennen Sie schon, von außen nicht angreifbar sein. Und Strukturen entwickeln. Und das in einer Form, wie es kein anderes Land macht. Dass wir das hier aus Europa heraus so ignorieren, finde ich im höchsten Maße traurig. Unsere Unternehmen ignorieren es nicht, aber politisch ignorieren es. Wir brauchen dieses Miteinander. Und wenn dieses Miteinander kommt, wird es friedfertiger. Bei den Waffentechnologien übrigens, um das auch mal zu sagen, bin ich auch bei Ihnen. Ich mag keine Waffen, aber das Gleichgewicht des Schreckens ist besser als das Ungleichgewicht des Schreckens. Weil ein Ungleichgewicht des Schreckens kommt immer zur Anwendung. Und deswegen ist das Gleichgewicht im Zweifelsfall besser. So, das ist der große Blick, also auch nochmal sehr, sehr positiv für China, weil Strukturen verändert werden, weil ein Plan da ist, weil es nicht reaktiv, sondern proaktiv ist, weil man die Ziele zur Disposition stellt. Es gibt also kein ideologisches, sondern ein pragmatisches Denken dort. Und das macht das Ganze für mich sehr, sehr erfolgreich. Und es wird erfolgreich bleiben. Ich sehe aufgrund des Gleichgewichts des Schreckens Friedfertigkeit erzwungenermaßen und diese Politik Chinas wird dazu führen, dass wir eventuell in Europa zu spät, aber auch am Ende in diesem Zyklus dabei sind. Die Frage ist, mit auf welchem Prosperitätsniveau. Je später, desto geringer wird das Prosperitätsniveau, das ist, die physikalische Kraft im Zeitverlauf. Das ist die Frage, die sich hier für uns stellt und keine andere. Die Zukunft. Das weiß jeder, der meinen Forex Report liegt. Ich lese, ich lade Sie übrigens ein, soll Wegcom-Invest, Forex Report kostenfrei, können Sie sich registrieren lassen, kriegen Sie jeden Tag meine Postkarte. Die Zukunft liegt im Osten. Das ist China, das ist Tigerstaaten, es ist auch Russland. Und ich wünsche uns diese Weisheit in Berlin und Brüssel. Große Kontroversen zwischen Ihnen waren nicht. Ich glaube, Sie haben ein relativ positives Bild von China gezeichnet. Aber im Publikum habe ich öfter Kopfschütteln und skeptische Blicke. Die Diskussion ist eröffnet. Wir haben uns in der Vorbereitung darauf geeinigt, dass die Diskussionsbeiträge 3 Minuten nicht überschreiten sollen. Es geht los. Ja, bitteschön. China ist nicht abhängig in dem Sinne vom internationalen Finanzsystem, ist nicht verschuldet in Dollar, ist nur in Renminbi verschuldet, kann sein eigenes Finanzsystem, seine eigenen Verschuldungen steuern und managen. Und ich sage mal, das Handelsblatt und die übliche Presse reden seit 15 Jahren davon, dass China die nächste Blase kriegt, die nächste Krise. Nichts davon ist passiert. Nichts davon ist passiert. Alle Blasen, alle Krisen konnten verhindert werden, vermieden werden, gemanagt werden, aufgelöst werden. Herr Professor Dr. Elson, jetzt nennen Sie mir einen Chefanalysten und Ökonomen, der genau diese Position gegen den Menschen immer vertreten hat. Ich kenne da einen gewissen Volker Hellmeier. Danke! So viel Selbstbeweihräucherung muss heute sein. Die Frage, warum, was ist eigentlich da los mit Trump? Hat das Kapital nichts mehr zu sagen? Ja, der Punkt ist, der Finanzkapitalismus in seiner Verrottungsphase ist ja nicht mehr, hat ja keine kollektive Rationalität mehr. Der Kapitalismus hatte mal unter keynesianischen Dekaden sozusagen, war die Regierung der ideelle Gesamtkapitalist. Ja? Der ideelle Gesamtkapitalist ist weg. Es ist ein reines, brutales Umverteilungssystem für die 0,1% geworden, ja, die sich bereichern auf Kosten einer Massenarmut, die um sich greift und auf Kosten auch explodierender Staatsverschuldung. Das heißt, Trump ist Ausdruck
dieses völlig gesetzlosen Systems, das überhaupt keinen Ansatz von gemeinschaftlicher Rationalität mehr hat. Ja? Es geht nur noch um die kürzestfristige Bereicherung der Top 0,1%. Ja? Und dafür ist er irgendwie der richtige Ausdruck, finde ich. Wir können ja beobachten, also wir haben heute Abend ja nur einiges anreißen können, aber wenn wir die Medien betrachten, kann man ja beobachten, dass die großen Medien sich mehr und mehr konzentrieren in ihrer Kritik an China auf das dortige System der Sozialindikatoren. Herr Hellmeier hat das schon den kleinen Bruder von George Orwell genannt und Wolfram, du bist auch schon darauf eingegangen. Vielleicht machen wir zum Schluss eine Einschätzung, wie das mit diesem sehr globalen Überwachungssystem aussieht, wie das einzuschätzen ist, vor dem einem ja tatsächlich gruseln kann, wenn das so alles stimmt und gemacht wird, wie man das lesen kann. Ich sage mal ganz kurz, was ich... Ja, super, super kurz, genau. Also es ist natürlich klar, es gibt Überwachungstechnologien, die einen Riesensprung gemacht haben. Du kannst da oben eine Kamera machen, die erkennt meine Iris. Der Rechner sieht sofort meine Daten im Personalausweis und was weiß ich und meine Krankenversicherungsakte und so weiter. Ja, das können Sie hier auch. Ja? Die Technologie beherrscht jeder weltweit. Die Chinesen können sowas flächendeckend einsetzen, schlicht und einfach, weil sie die organisatorische Handlungsfähigkeit, die öffentliche kollektive Handlungsfähigkeit dazu haben und das Geld dazu haben. Was hier beides fehlt. Deswegen wird es hier nur punktuell angesetzt. Also im Zuge des ideologischen Kampfes würde ich, wenn ich die FAZ oder die Taz wäre oder die Tagesschau, würde ich auch sagen, das ist der Punkt, wir können es nicht, die Chinesen machen es flächendeckend. So, dieser Punkt realisiert sich und die Zukunft genau dieser Frage wird doch nicht eine Frage der Technologie sein, sondern wird eine Frage sein, wie sich die Demokratie in China weiterentwickelt. Und glauben Sie mir, die Chinesen lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, die sind diskussionsfreudig, die sind auch streitfreudig. Und in den sozialen Netzen, wenn da eine Shitwave stattfindet, dann tritt ein Minister vors Fernsehen und sagt, okay, wir haben das realisiert, wir haben was überlegt und da wird was getan. Das heißt, die Frage wird sein, entwickelt sich die chinesische Demokratie und die Streitkultur und die öffentliche Diskussionskultur, die extrem intensiv ist, ja, und extrem schnell die Dinge ändert. Ich könnte dafür Beispiele sagen, wo mir sozusagen schon in der ersten Woche die Klappe runtergefahren ist, wie schnell alles, was gestern galt, heute nicht mehr gilt und morgen auch nicht mehr gilt. Diese Frage wird entscheiden, ob man in der Zukunft etwas, was man technologisch kann, auch wirklich macht. Das ist doch die kollektive Rationalität von Demokratie, ja, und von Humanismus und von Humanität und von Solidarität. Etwas, was ich technologisch kann, bewusst zurückzunehmen. Nein, diese Form von Überwachung machen wir nicht. Und meines Erachtens geht die ganze Diskussion in China in eine ganz andere Richtung. Das ist nämlich die Richtung des sozial verantwortlichen Verhaltens, was jeden Tag in der Zeitung ist. Unter Credible China, glaubwürdiges China, bedeutet zum Beispiel, denkt an die Ein-Kind-Politik, diese Phase. Die hat natürlich überwiegend Jungs hervorgebracht, weil Mädchen, sobald man wusste, Mädchen wurde abgetrieben. Ja, schlimm. So, jetzt hast du da natürlich alles kleine Prinzen aus dieser Zeit. Ja, das sind junge Männer zwischen 20 und 35, die explodierende Konsummöglichkeiten haben, die 10-mal reicher sind als ihre Großeltern, die hochqualifiziert sind, die Jobhopping machen können, alle 2 Monate eine bessere Firma, deren Einkommensmöglichkeiten explodiert sind. Was glaubt ihr, wie die dem Konsumerismus frönen? Ja? Und dann gleichzeitig die Mädels aus der gleichen Zeit, die jetzt in der Minderheit sind und umworben sind von genau diesen Prinzchen. So, da haben wir ein Verhaltensproblem, ja, dass, wo die kleinen Prinzessinnen jetzt auch Geld in der Tasche durch diese Konsumtempel gehen und nur konsumieren. Ja? Ich muss dir aber ins Wort fallen. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Und da kommt der Punkt rein, wo heute in China intensivst jeden Tag in der Zeitung diskutiert wird. Was ist sozial verantwortliches Verhalten? Und dieses soziale Credit-System geht in erster Linie an Firmen,
Firmenmanager werden an den Pranger gestellt in der Zeitung, im Netz, wenn sie Umweltschweinereien gemacht haben. Es geht an Behörden in zweiter Linie, Korruption. Es geht in dritter Linie an die Gerichte, entscheidet nach dem Gesetz, und es geht erst in vierter Linie auf Individuen. Gut, ja, jetzt so. Ist okay. Das muss man wissen. Herr Hellmeier. In 30 Sekunden. Also, ich glaube Ihnen absolut, Herr Professor Dr. Elsner, aber ich sage auch, wenn es die Möglichkeiten dieser Überwachung gibt, dann werden sie im Zweifelsfall auch am Ende genutzt. Diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht, darüber kann ich aber jetzt nicht erzählen, dann würde ich die 30 Sekunden überziehen. Vor dem Hintergrund, ja, ich akzeptiere es, ich akzeptiere auch, dass man die Tugendhaftigkeit eines Systems verteidigen muss. Damit meine ich durchaus preußische Tugenden, die übrigens nichts mit Nationalsozialismus zu tun haben. Und man kann es unter diesem Aspekt verstehen, ein Stück weit, aber nochmal, das Missbrauchsthema liegt mir schwer auf dem Magen, weil das Missbrauchsthema ist ja auch bei uns im Westen mittlerweile schon ausgeprägt. Also wenn Sie in England sind, dann wissen Sie, dass viele Ihre Handlungen irgendwo videotechnisch aufgenommen wird. Es gibt kein Land, das, glaube ich, besser im Westen vernetzt ist diesbezüglich als Großbritannien. Und das ist für mich nicht eine explizite, aber eine implizite Beeinträchtigung der Freiheit. Wenn ich weiß, dass ich immer beobachtet werde, verändere ich mein Verhalten. Das heißt, es gibt eine implizite und eine explizite Bedrohung der Freiheit, und eine implizite haben wir definitiv durch solche Mechanismen. So, und das als Antwort. Vielen Dank. Ich bitte euch, Sie noch einen Moment da zu bleiben, weil ich mich jetzt noch bedanken will bei euch allen und bei allen hier vorne. Aber erstmal noch mal zu der Veranstaltung. Bei einem Satz von Wolfram Elsner ist mir etwas deutlich geworden. Es gibt eine Bewegung hier sozusagen gegen China. Das wird viel Stimmung auch gemacht gegen China, gegen einzelne Entwicklungen dort. Ich finde, wir haben hier eine sehr intensive Diskussion gehabt, und für mich, ich gehe hier aus der Veranstaltung raus, genauer zu gucken, was denn eigentlich in China passiert und ob das dafür dient, Feindbilder hier herzustellen gegen China, die vielleicht auch eine Grundierung sein könnten für militärische Auseinandersetzungen. Und ich finde, dagegen müssen wir uns auf alle Fälle stellen. Ich möchte zum Schluss mich bedanken bei der Gemeinde hier, die uns wieder beherbergt hat. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an Sönke Rund, der die Veranstaltung, finde ich, hervorragend vorbereitet hat. An die beiden Referenten, Herrn Elsner und Herrn Hellmeier, für die wirklich belebenden Diskussionen hier. Ganz herzlichen Dank. Und wir bedanken uns bei Frau Heller, die uns hier durch den Abend geführt hat. Vorher kommt noch der Dank an das wunderbare Publikum. Herzlichen Dank.